Let's start again. Moin, ihr Zwerster und Zwersterinnen, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Planet Coaster, meine lieben Freunde. Hier blinkt es ja schon wunderschön. Der Park läuft super. Wir machen gute Einnahmen und haben einigermaßen Attraktionen. Jetzt gilt es halt, das Ganze natürlich nochmal ordentlich auszubauen und zu gucken, zu verbessern. Aber ich bin ja auch noch dabei, momentan einen Kredit zurückzuzahlen. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die momentan ziemlich krass reinhaut. Ja, mein Geld, das geht mal wieder runter, dann geht's mal wieder hoch. Da müssen wir halt schauen. Ich muss jetzt erstmal so ein bisschen Kohle ansammeln. Deswegen würde ich sagen, wir spulen auch mal ein bisschen die Zeit vor, damit es hier alles ein bisschen schneller geht. Und man sieht ja auch, wie der Geldstand dann wächst, wenn ich die Zeit spule. Das heißt, es läuft auf jeden Fall schon mal nicht gerade schlecht. Vor allen Dingen jetzt gerade, wo es dunkel wird, macht es auf jeden Fall auch mehr Sinn, die Zeit voranzuspulen, damit ich einfach nicht die ganze Zeit hier so einen dunklen Bildschirm habe. Und ja, ihr seht, also wie gesagt, es läuft eigentlich relativ gut. Ich mache guten Gewinn. Es geht halt etwas runter auch ab und zu, weil ja dieser Kredit halt immer abbezahlt werden muss. Ne? Der haut natürlich dementsprechend auch rein. Und wir müssen jetzt halt erstmal gucken, dass wir ein bisschen Geld ansparen, damit wir uns dann weitere Attraktionen und all so ein Kram leisten können. Und es ist eine Forschung abgeschlossen. Ich hatte ja auch noch eine Forschung am Laufen. Das ist auch einer der Gründe, warum das Geld so schnell runterging. So, und die ist jetzt fertig. Dann wollen wir doch mal schauen, was haben wir denn erforscht? Wir haben den Tri-Storm erforscht. Das ist eine neue Nervenkitzel-Attraktion. Ich weiß jetzt nicht, wie teuer der Tri-Storm ist. Der ist, glaube ich, auch neu reingekommen. Die Attraktion kenne ich gar nicht. Oder wann ist die reingekommen? Ich glaube, ist sogar schon vor Patch 1.2 reingekommen, meine ich, ne? Ich weiß es gar nicht genau. 1550 kostet das Ding. Wir stellen aber jetzt die Zeit erstmal hoch. Und da sieht man schon, der Gewinn, der ist schon gar nicht mal so schlecht. Dafür, dass ich so einen kleinen Park habe. Der läuft schon mal gar nicht so schlecht, der Gewinn. Müssen jetzt halt nur schauen, dass wir erstmal dementsprechend ein wenig Geld ansparen. Dann gucken wir mal, wie es mit unserem Personal steht. Sind die denn soweit zufrieden? Ja, unser Personal ist sogar soweit zufrieden. Wie sieht es denn hier an den Läden aus? Okay, da sind einigermaßen Leute. Ich würde sagen, dass wir hier auf jeden Fall dann unsere Arbeiter nochmal erhöhen, die gerade in den Läden arbeiten. Zufriedenheit, Arbeitslast, normal, normal. Okay, die sind eigentlich soweit gut hier ausgelastet. Ihn hätte ich gar nicht, glaube ich, befördern brauchen, diesen Thomas Shelton, weil die Geräte gehen ja gerade nicht so kaputt. So, im Park werden viele Diebstähle gemeldet. Der Sicherheitsdienst ist unterrichtet worden. Okay, den müssen wir auf jeden Fall verbessern. Wenn hier sehr viele Diebstähle sind, dann müssen wir gucken, dass wir den Typen definitiv hier versuchen, so ein bisschen auf Trab zu bringen, damit er hier dann weiter darauf achtet, ne, dass hier nichts geklaut wird und so, weil sonst wären die Gäste, wie gesagt, ja super unzufrieden. Und das wollen wir natürlich verhindern. Die Gäste sollen ja nicht unzufrieden sein. Mein Geld geht auch gerade wieder runter. Ja, das kann daran liegen, dass vielleicht der ein oder andere Gast jetzt sagt, nee, ich wurde beklaut, ich hau ab, ich habe keinen Bock mehr. Tschüssikowski. Ja, obwohl es geht. Es geht. Es geht wieder hoch. Ja, das ist jetzt so eine Folge, wo ich so ein bisschen warten muss, dass ich erstmal ein bisschen Geld mache. Dass das irgendwann kommt, stand ja überhaupt nicht außer Frage. Übrigens, nicht vergessen, meine lieben Freunde, Mittwoch, 18 bis 20 Uhr, gibt es einen schönen, freshen Planet Coaster Livestream. Ja, also die 2 Stunden, die wir dort haben, die werden auf jeden Fall mir, denke ich mal, den nötigen Schub, den ich brauche im Let's Play, verpassen, damit ich dann so viel Geld habe, dass ich durchgehend in einem Let's Play was machen kann. Jetzt gerade ist halt die Anfangsphase, kennt man ja. Aber dann seht ihr mal so, wie man die übersteht, wie man die am besten gemacht bekommt. Na, ihr seht, also man braucht gar nicht so viel, um schon einen guten Gewinn zu machen. Ich habe hier so eine ganz kleine Ecke gebaut und mit der kann ich schon anfangen, echt gut, ja, was aufzubauen. So, und da habe ich jetzt nochmal gut Geld bekommen. Sehr schön, also das Wachstum ist auf jeden Fall am Start hier. Ja, wir haben 500 Profit gemacht. Wild Blue hat ein technisches Problem. So, jetzt machen wir erstmal den hier. Zack. Dann sollten wir mal gucken. Ja, jetzt wird Wild Blue repariert. Das wird mich natürlich was kosten. Dann haben wir hier wirklich echt Probleme mit Diebstählen. Da müssen wir mal schauen, dass wir das regeln. Dann lassen wir mal Wild Blue jetzt reparieren. Eieieiei. Ich glaube, wenn der dann, wenn der kaputt ist und die Leute jetzt rausgehen. Vorher war das, glaube ich, so. Man hat sein Geld behalten. Ja, jetzt ist der repariert worden. Und ich glaube, jetzt ist es mittlerweile so, dass wenn die Attraktion kaputt geht und die Leute da rausgehen müssen, dann zahlt man den Leuten das Geld wieder, die in der Warteschlange stehen. Ich glaube, das haben sie auch geändert, weil vorher hat man das Geld nicht zurückgeben müssen. Ein Diebstahl wurde begonnen. Ja, hier hinten wieder.
Wir bauen hier auf jeden Fall jetzt nochmal eine Kamera hin. Das ist mir echt momentan ein bisschen mit dem Typen, der scheint sich hier richtig auszutoben. Das ist mir echt ein bisschen zu gefährlich. Szenerie, Kameras. So, dann hauen wir hier noch eine hin, würde ich sagen. Schön hier auf die gerichtet ist. So, zack. Und den Diebstählen ist echt heftig gerade. Aber da ist echt einer, der gönnt sich richtig hart. Okay, wir haben jetzt gleich 1000. Also wenn ich so bei 2000 Dollar bin, dann würde ich sagen, dann werde ich die nächste Attraktion reinhauen in den Park. Dann macht das auch Sinn. Ja, es geht hoch, es geht hoch. So, da sind wir auch schon bei 2000. Sehr schön. Beim Kredit habe ich ja jetzt auch schon mittlerweile, glaube ich, schon gut was abgezahlt. Da können wir mal eben kurz gucken. Ja, schon 20% sind bezahlt. Also, das läuft auf jeden Fall auch. Und dann würde ich sagen, bauen wir den Tri-Storm. Oi. Das ist aber ein riesen Ding hier. So, dann müssen wir mal gucken. Bei den hier am besten so, zack. Genau. Dann würde ich den Eingang hier auf der Seite nämlich bauen. Und den Ausgang, den platzieren wir quasi hier. So, und dann machen wir den Eingangsweg. Dann nehmen wir erstmal das Ding hier und dann haben wir alles ausgewählt. So, dann machen wir den so. Schön den Weg. Wir bauen schön den Weg. Der Weg, der muss jetzt hier hin. Sehr schön. Das sieht doch schon mal gut aus, Leute. Das sieht doch schon mal richtig, richtig gut aus. Ja, so, zack. Und der hat auch schon Szenerie 100. Das heißt, wir können direkt hingehen und sagen, eröffne die Attraktion. Und dann machen wir jetzt hier Sitzbänke hin noch. Ah, hier stellen wir die Mülltonne hin. Dann so zack, zack. Und dann kommt hier nochmal eine Mülltonne hin. Und dann hier eine Sitzbank dran. Und dann hier nochmal eine Mülltonne. Hier eine Mülltonne. Sitzbank, Mülltonne. Sehr schön. Das läuft doch schon mal richtig, richtig gut hier. Das haben wir auf jeden Fall schon mal mega, mega gut geregelt bekommen. So, dann kommen hier nämlich noch mal ein paar Bäumchen hin. Bäumchen ist immer ein schönes Träumchen. Sehr gut. Und dann haben wir die nächste Attraktion, die am Laufen ist. Wie teuer ist der Eintritt? Da gucken wir mal. 8 Dollar. Okay, das heißt, sie wird auch noch mal gut was einbringen. Und ich habe ja auch noch gut Geld verdient hier. Also, da ist auch gut was übrig geblieben. So ist es nicht. Und dann machen wir nämlich jetzt auch nochmal ordentlich Gewinn. Dadurch, dass jetzt die neue Attraktion da ist, kommen ja auch nochmal mehr Gäste in den Freizeitpark. Also ihr seht, es läuft richtig, richtig gut. Jetzt müssen wir nur gucken beim Personal. Da können wir mal wieder irgendwann wieder, ja, hier können wir wieder ausbilden. Den machen wir auf jeden Fall höher. Also den werde ich jetzt auf die höchste Stufe hauen und die Lädenbesitzer. Weil die Läden, die laufen richtig, richtig gut. Die scheinen echt guten Gewinn zu fahren, ja. Da werden wir auch schauen auf jeden Fall, dass wir die immer schön vollhalten. Boah, ist die halt so schnell voll gewesen. Holy shit. Ja, dann werden wir jetzt hier die Zeit erstmal ein bisschen runterstellen. Ich würde sagen, hier machen wir mal 70 und da machen wir mal 30. Damit das hier ein bisschen schneller geht bei der Attraktion. Aber soweit sind die Gäste eigentlich zufrieden und wir haben schon wieder gutes Geld gemacht. Das heißt, wir könnten jetzt sogar schon wieder überlegen, ob wir die nächste Attraktion bauen. Oder ich würde sagen, wir forschen sogar wieder. Wir tun wieder forschen. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Wir machen jetzt nochmal eine Nervenkitzel-Attraktion, die wir forschen. Das dauert etwa 60 Tage dann, wenn ich die so mache. Ich würde sagen, wir machen 1500. Dann dauert das nämlich nur einen Monat, bis die Attraktion erforscht ist. Das wird natürlich dementsprechend jetzt hier unten reinhauen. 1500. Kann sein, dass ich jetzt in einem Monat kaum Gewinn mache. Oder so gut wie keinen. Aber doch, es geht gut ab. Also ich komme doch gut dagegen gerade an. Ich habe jetzt auch bald die ersten 1000 Besucher im Freizeitpark. Meine Güte, noch 8 Stück. Nice. Ah, 4. Komm, kriegen wir die 1000 noch hin? Ja, sehr schön. 1100 Besucher schon jetzt im Freizeitpark, obwohl ich so ein ganz kleines Stück gerade mal habe. Also das scheint hier schon bestens zu laufen. Ich weiß gar nicht, wie das mit der Performance mittlerweile ist. Ist die mittlerweile besser geworden, wenn man richtig viele Besucher hat? Weil ab 10.000 fing das ja an, dass das von den FPS her schon ziemlich, ziemlich stark gedroppt ist, das Spiel. Ich hoffe, da haben die Entwickler auch mal ein bisschen was dran gemacht und nicht nur neue Inhalte gebracht. Weil Performance ist für mich eine wichtige Sache. Ich finde, wenn man 10.000 Besucher hat, sollte das Spiel trotzdem so flüssig wie hier laufen. Und das war ja leider nicht der Fall. Da bin ich mal gespannt. So, und der ist jetzt schon zu knapp zur Hälfte erforscht. Mein Kredit, der ist auch schon mittlerweile echt gut am Abzahlen hier. Also, das läuft schon richtig gut. Da könnte man sogar überlegen, dass wir das sogar noch mal ein bisschen erhöhen, damit das was schneller geht. So.
Ja, weil wir machen gerade echt finanziell, also ist es gut am Laufen. Es ist wirklich gut am Laufen. Wir könnten sogar überlegen, ob wir noch ein bisschen mehr machen, weil ich mache immer noch Gewinn gut. Ja, 700 sind wir jetzt schon. Machen wir mal 800, ich kann hier bis 1000 gehen, ne? 800 ist schon echt ordentlich, weil dann zahle ich den schon relativ schnell ab. So, jetzt darf man halt nicht vergessen, auch wenn der Gewinn gerade wieder runtergeht, die Forschung ist noch am Laufen, die zieht natürlich auch Geld, ne? Aber soweit geht's ganz gut. So, und es wurde schon wieder ein Diebstahl gemeldet. Hier sind die Läden immer noch voll. Also immer, wenn ich hier hingucke, stehen da Gäste. Das heißt dann, ja, das ist noch nicht so gut. Der hat noch keinen Gewinn jetzt gerade gemacht, der Psycola. Da müssen wir auf jeden Fall mal drauf achten, dass der Gewinn macht. Da werde ich gleich nochmal schauen dann. So, dann können wir die nochmal ausbilden. Dann kriegen die nochmal... Der hat anscheinend ein bisschen zu wenig zu tun. Den geben wir nochmal 10 Dollar mehr Gehalt. Den geben wir jetzt nochmal 15 Dollar mehr Gehalt. Dann läuft das hier auch schon gut. Und dann drehen wir wieder die Zeit hoch. Sehr gut. Finanzen. Ja, der scheint hier Minus zu machen, ne? Unser Psycholler oder wie der heißt. Das liegt, glaube ich, daran, weil hier so viele Leute sehen. Wir drehen den runter auf 30 Sekunden. Du brauchst einen Infostand, um Premium-Pässe zu verkaufen, ja? Da müssen wir auf jeden Fall mal schauen. Die Warteschlange ist ziemlich, ziemlich voll von diesem Gerät. Das ist das Problem. So, die Forschung ist abgeschlossen. Jetzt werden wir auf jeden Fall dann wieder gut Gewinn machen, weil jetzt habe ich nicht mehr die Kohle, die da so reinhaut. Und wir haben den Zozo bekommen. Okay, der scheint auf jeden Fall neu reingekommen zu sein. Den kenne ich überhaupt nicht. Boah, ist ja mega krass, was es jetzt an Fahrgeschäften alles gibt. Ach, das ist so ein Raketending, was sich dreht, ne? Das kostet 2150. Okay, 2150 geht eigentlich. Da müssen wir erstmal das Geld zusammenkriegen. Obwohl, ich würde ganz gerne den Insanity auch mal bauen. Der würde nämlich auch, denke ich mal, dicke reinhauen. Spulen erstmal eben durch, damit hier die Zeit umgeht und es nicht so dunkel ist. Vor allem muss ich eh sowieso ein bisschen Geld jetzt noch ansparen. Ja, ich würde sagen, komm, wir bauen den Zozo erstmal. Weil das Geld habe ich jetzt gerade gut. Und damit würde ich auf jeden Fall im Park nochmal für einen kleinen Boost sorgen. Ah, ich bin jetzt gerade nur am Überlegen. Ja, wir machen das so. Wir stellen den schön hier hin. Das sollte auf jeden Fall gut passen. Zack, sehr schön. Dann stelle ich jetzt die Zeit erstmal runter. Dann würde ich sagen, machen wir hier an der Seite den Eingang, hier den Ausgang. So, dann tun wir den Eingang mit einem Weg verbinden. Bip, 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 bip. Ah, sehr schön. Dann kommt hier nämlich jetzt schön die Warteschlange an die Seite hier. Oh. Dann haben wir das nämlich auch gleich. Dann können wir die noch schön ausdekorieren. Müssen wir nur kurz hier hingehen. Zack. So. Die Blautanne, die gute alte Blautanne. Erstmal alles einfach nur irgendwie schön ausdekorieren. Wie gesagt, es geht mir wirklich in erster Linie nur darum, oh, der ist schon bei 89%. Mir geht es in erster Linie wirklich nur darum, dass der Park erstmal gutes Geld einnimmt und richtig intensiv und so den richtig krass bauen. Das tue ich, wenn ich dann ein gutes finanzielles Polster angespart habe. Da reden wir aber davon, dass ich dann wirklich irgendwie eine Mille oder so auf dem Konto hier habe. Weil dann kann ich wirklich anfangen zu eskalieren oder ein bisschen mehr Geld, also so 100, 200.000. Dann kann ich nämlich alles abreißen und kann sagen, jo, jetzt lege ich richtig los. Dann fange ich nochmal von vorne an und baue hier dann richtig schön einen Eingang und alles. Dann kommt das auch mit den Timelapse und so ein Kram. Also das wird auf jeden Fall noch super, super interessant werden. Ich meine, es ist ja jetzt auch super interessant. Ich liebe es halt, bei Planet Coaster ist das Geile. Man kann halt so krass detailliert bauen. Und man muss auch so krass sich hier in diese ganze Verwaltung und so einarbeiten. Das finde ich halt mega, mega krass. So, und bevor ich jetzt noch eine weitere Forschung starte, würde ich lieber sagen, ich gehe hin und baller den Kredit auf 1000, stelle die Zeit hoch und gucke, dass ich den so schnell wie möglich jetzt komplett abbezahle. Ja, der wird jetzt zwar ein bisschen noch reinhauen, aber ich mache trotzdem noch Gewinn, sieht man, ja. Also es läuft gut, es ist nicht so, dass ich kein Geld mehr mache. Aber umso schneller bin ich das Darlehen los und dann heißt das auch nochmal für mich, dass ich da finanziell nochmal ein bisschen freier bin. So, den tun wir auf jeden Fall jetzt nochmal ausbilden. Eieiei, das tut aber richtig reinhauen, wenn man jemanden ausbildet. So, dann erhöhen wir sein Gehalt auch nochmal um 15 Dollar. Sehr schön. Und dann haben wir jetzt nämlich noch einen guten Polizisten, der sich hier um den Park kümmert. Und ihr seht schon, die Finanzen, die laufen nicht schlecht. Ich mache echt guten Gewinn mit dem Park.
So, der Cycle-Dings hier, wie sieht's bei dem aus? Der ist jetzt bei minus 1320. Die Sache ist die, da gehen halt sehr, sehr viele Leute drauf, ne? Ich erhöhe nochmal die Ticketpreise. Mach die jetzt mal auf... Obwohl, nee, der geht jetzt gerade runter, der geht gerade runter. Ja, die sagen aber, der Eintrittspreis ist billig. Dann erhöhen wir den auf jeden Fall nochmal ein bisschen. So, und hier sind auch noch Leute. Das sind alles so Sachen, die muss man halt machen, diese Einstellungen. Hier stellen wir mal auf 60 und da mache ich auch mal auf 30. Weiß gar nicht, wie habe ich den jetzt eingestellt? 20, 30. Ja, muss man immer drauf achten. Den machen wir auch mal auf 20, 40. Ich weiß halt nicht, was die optimalen Wartezeiten sind. Wird überschrieben, wenn das Fahrgeschäft voll besetzt ist. Dieses Fahrgeschäft startet nach dieser Zeit, wenn die Mindestbesetzung erreicht wurde. Die längste Zeit, die jedes Fahrgeschäft warten muss, um die Mindestbesetzung zu erreichen. Ah, okay. Das hat mit der Warteschlange gar nichts zu tun. Ja, da müssen wir gucken. Da muss ich mal schauen, wie die optimalen Einstellungen sind. Weil die Warteschlangen sind ja recht voll. Und das muss ja relativ schnell gehen, damit das, damit die Gäste schneller einsteigen und es losgeht. Oh ja, hier, das Fahrgeschäft ist gerade leer. Eieiei. Ach nee, das ist kaputt. Okay, ein technisches Problem. Es geht jetzt gerade geltlich wieder runter. Das ist halt, weil das Gerät jetzt kaputt ist und repariert werden muss. Sollte aber kein Problem sein. Wir haben genug Kohle noch in der Hinterhand. Wenn er den jetzt repariert hat, dann gehen die sowieso alle wieder da rein wie bekloppt. Und dann, ja, werdet ihr jetzt sehen, werde ich jetzt wieder gutes Geld machen. Jetzt wird das Geld wieder natürlich ansteigen, klar, weil die fahren auch alle mit dem Geschäft hier. Sieht man ja, die Warteschlange füllt sich. Sehr schön. Vielleicht schafft der Cycle jetzt auch, dass er mal ein bisschen Gewinn abwirft. Ich weiß es nicht. Werden wir jetzt sehen. Ja, der scheint hier so langsam steigt er an. Langsam, ne? Hier, jetzt ist er schon bei minus 1600. Der macht gerade guten Gewinn. Oh, wir sind schon bei 3000 Dollar. Nice. Und der Kredit, der ist auch schon relativ, ja, der ist schon über die Hälfte abbezahlt. Also da muss ich mir keine Sorgen mehr machen. Sehr schön. Dann lassen wir das hier mal weiter so laufen. Und dann würde ich mal sagen, meine lieben Freunde, das war es eigentlich auch schon von der heutigen Folge Planet Coaster. Auf jeden Fall nicht vergessen, am Mittwoch 18 bis 20 Uhr gibt es einen Livestream. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dazu einschaltet, Leute. Weil ich habe richtig, richtig Bock und ich habe auch schon bei mir öfters im Chat gesehen, dass einige von euch auch richtig Bock haben. Und jetzt geht's schon los. Wir machen jetzt schon den Gewinn mittlerweile. Nice Sache auf jeden Fall. Und dann bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Genauso auch über euer Feedback in den Kommentaren. Vielleicht hat es ja dem einen oder anderen, der gerade mit Planet Coaster anfängt, geholfen, dass er mal so ein bisschen gesehen hat, wie man so den Anfang hinbekommen kann, trotz dass man einen Kredit hat. Ja, ihr seht also, ich mache guten Gewinn momentan. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Part wiedersehen, der morgen wieder um 14 Uhr kommt oder spätestens am Mittwoch im Livestream. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen!